Ja, und damit willkommen zurück zu Starfield. Ja, wir sind ja immer noch bei dieser Geschichte mit dem gestohlenen Schiff dran. Wir müssen ja ihm jetzt erstmal helfen, dass wir da an Infos kommen. Und wir sollen jetzt gemäß Log so ein Lagerhausschlüssel hier holen. Genau, beschaffe einen Lagerhausschlüssel. Schauen wir mal. 60 Meter, ist recht in der Nähe. Ah, okay, hier rein. Södre. Mal sehen. Okay. War ich hier unten schon mal? Es sieht so anders aus. Oh. Okay. Achso, das sind dann die Fischer hier. Oder sowas in der Art. Alle klar. Ah, da ist die Landeplattform. Ziehen wir da nach oben? Bitte lass es nicht wieder sowas sein, wo der Marker verrückt spielt. Nee. Komm ich hier rüber? Komm, lass mich vorbei. Ah. Hier muss ich quatschen. Das ist Privatgrund. Ja, ja. Geh weiter. Das ist ein Privatgrundstück. Gangster. Was mag jetzt zeigen? Priester Ranger macht die Tür auf. Okay. Moment. Hier. Damit kommst du rein. Oh. Das war jetzt überraschend einfach. Mir sind schon Miner nach einer Nacht in Neon verschwunden. Bleib wachsam, Dusty. Ja, ja. Nach oben. Moin. Oh, du wirkst schon mal unsympathisch. Kann ich etwas für dich tun? Ja, kommt drauf an. Sieh mal einer an. Besuch ist doch immer schön. Was führt dich her, hm? Bisschen knapp bei Kasse vielleicht? Machen wir's erst hier. Wirklich sehr nett, dass du für mich intervenierst. Aber ich habe alles bestens im Griff. Natürlich. Dennoch danke für deine Sorge. Und genau da liegst du falsch. Carl hat meinen Bedingungen zugestimmt. Auch dem Eintreiben von Verwandten im Falle seines Todes. Ist nicht meine Schuld, dass er Billy mit hineingezogen hat. Aber genau das hat er getan. Was hast du damit eigentlich zu schaffen? Soll ich das machen? Ich krieg so Stress von den ganzen Leuten. Aber es geht ihm eigentlich nichts an. Das tut es wohl. Schließlich bist du hier. Ich habe das Recht, meine Schulden einzutreiben. Ich breche kein Gesetz. 4000. Dann biete mir etwas an, das ich haben will. Oh, da braucht's ein bisschen viel. Es könnte sich rechnen, wenn du das mit den Rangern verscherzt. Ich habe echt keine Zeit für sowas. Einfach mal eine nackte. Das stimmt. Wenn du mir die Tipps wie die Freezer Range, dir das vielleicht übel. Du scheinst weit von Aquila City weg zu sein. Ich weiß alles darüber. Ich denke, ich kann eine Ausnahme machen. Nur dieses eine Mal. Versprich mir nur, dass du mein mitfühlendes Wesen geheim hältst. Sonst versucht man mich auszunutzen. Fischi. Jetzt wirklich alles gut? Ich weiß ja nicht. Ich glaube, das hat noch ein Nachspiel.
Hallo, ciao hier. Viel Spaß noch, bei was auch immer ihr da tut. Sei lieber vorsichtig. Ja, ja. So, jetzt wieder auf die andere Seite rüber. Moin. Neonkern. Schauen wir mal. Schauen wir da so eine kleine Abkürzung. Ja, können wir einmal darüber laufen. Sehr gut. Ach, Mann, ey. Jedes Mal woanders. Mach mir bloß nicht das Leben schön. Nee, keine Sorge. Ich habe noch Sleep Crates zu vermieten. So, mein Jungen. Probleme Goodman vermutlich gelöst. Hast du mit Goodman geredet? Ja. Hast du auch einen Beweis? Wenn ein Ranger sagt, dass er etwas macht, dann macht er es. Und jetzt fang an zu reden. Okay, jetzt muss ich meinen Teil der Abmachung einhalten. Die Frau, die ihr sucht, heißt Grace Early. Sie stiehlt Schiffe und dann kommt sie meistens damit hierher, um die Ware zu verkaufen. Gerüchten zufolge hat sie gerade einen Job für eine Söldnerbande abgeschlossen und wirft nur so mit Geld um sich. War also wohl lukrativ. Ich kenne sie. Wenn sie gerade nicht arbeitet, ist sie Stammgast bei Madame Sauvage. Das ist auf der oberen Plattform. Ich gebe dir Rückendeckung. Inwiefern? Achso, er kommt jetzt mit. Ja. Einen. Dann gehen wir da mal hin. Rein so vom Namen her klingt es ein bisschen edel, wenn es dann schon oben ist. Wo lang? Ach, hier. Okay. Neon Mining League sei ein Witz, bis ich selbst den Namen sah. Das sieht ja wirklich gar nicht mal so schlecht aus. Verzeihung? Geiler Mantel. Ein Freestar Ranger und sein... Was bist du? Ein Sidekick oder sowas? Ja. Das nenne ich mal echte Überzeugung. Und warum rede ich mit dem Sidekick und nicht mit dem Ranger? Der Fall gehört dem Deputy. Ach ja? Und du musstest für mich kleines Ding Verstärkung mitbringen? Ich bin geschmeichelt. Na, eigentlich nicht. Aber das ist nicht mein erstes Verhör. Bringen wir es bitte hinter uns. Es gibt keinen Grund, das hier schwierig zu machen. Ach, bist du höflich. Deine Mama ist sicher stolz. Hoffe ich doch. Du erzählst mir jetzt bestimmt gleich, dass du ein paar Fragen hast, die ich bitte beantworten soll. Ja, so ungefähr. Kommt das ungefähr hin? Ja. Okay, ich habe das Schiff gestohlen. War nur ein bisschen Spaß. Ich habe es nicht mal behalten. Es war ein Auftrag. Ich habe das Schiff abgegeben, die Typen sind weggeflogen. Ende der Geschichte. Ich habe niemanden in Gefahr gebracht, okay? Es waren Söldner, sie haben eine Frau bedroht, um ihre Farm wegzunehmen. Ja. Hey, ich habe ihnen nur ein Transportmittel verschafft. Sie haben nicht gesagt, wohin sie damit wollen oder was sie vorhaben. Ich hätte nicht mitgemacht, wenn ich gewusst hätte, dass jemand verletzt wird. Ich mag keine Gewalt. Keine Fragen zu stellen ist genauso schlimm. Hätten sie die Frau getötet, wäre das Beihilfe zum Mord gewesen. Hast du daran mal gedacht? Nein, hab ich nicht. Machen wir's mal. So einfach ist das nicht. Du scheinst mich nicht zu verstehen. Ich brauche die Infos jetzt. Ich weiß, dass er nämlich für bestimmt eine Lösung. Ja. Mag sein. Plus 4, das ist wichtig. Es geht um Leben und Tod. Du scheinst mich nicht zu. Dagegen kann ich nichts sagen.
Ja, kenn ich. Ja. Wenn man einem Freestyle Ranger nicht mehr trauen kann, kann man niemanden mehr trauen, oder? Eine Frau namens Maya Cruz hat mich kontaktiert. Sie hat gesagt, sie ist ein hohes Tier bei der First und hat einen Job für mich. Sie hat mit einem Insider bei Hopetech gearbeitet und vorgeschlagen, dass ich ein Schiff direkt aus der Fabrik stehlen soll. Wir waren mitten in den Planungen, als sie plötzlich einen medizinischen Notfall hatte. Sie sagte, dass sie eine Operation bräuchte und sich dann lange erholen müsste. Das war vor ein paar Wochen, seitdem habe ich nichts mehr gehört. Mhm. Kurz darauf hat mir ein Typ namens Marco geschrieben. Hat gesagt, er wäre bei der First fürs Geld zuständig und hat mir die Hälfte im Voraus angeboten. Ich bin ihm aber nie persönlich begegnet. Lief alles über Mittelsmänner und verschlüsselte Slates. Ich hatte das Gefühl, dass er brutal paranoid ist. Hast du eine von den verschlüsselten Slates dabei? Ja, hier, nimm sie. Ich bin durch mit der Sache. Willst du sonst noch was wissen? Ja. Nicht mal einen kleinen Hinweis. Ich sag's dir, der Typ ist ultra vorsichtig. Es ist sicher extrem teuer, die First zu finanzieren. Er muss jede Menge Zeug am Laufen haben. Ansonsten... Ja. Nein, gar nichts. War ein bisschen enttäuschend. Nachdem sie mich so gut bezahlt haben... Gar nichts im Grunde. Sie haben mir nur gesagt, wo und wann wir uns treffen. Haben mich bezahlt und das war's. Ist okay für mich. Wenn du das nächste Mal im Turm bist, solltest du die verschlüsselte Slate Ranger Alex Shadid geben. Der hat ein Händchen für Kryptographie. Wenn jemand die Slate knacken kann, dann er. Ich muss zurück. Viel Glück, Deputy. Dann darf ich gehen. Ja. Oh, gern geschehen. Noch nie so höfliche Gesetzesvertreter erlebt. Tja, irgendwann ist immer das erste Mal, ne? Okay, also wir dürfen jetzt mal wieder nach Aquila City. Da machen wir eine Schnellreise. Also, Aquila City. Wo bist du? Da bist du. Danke, okay, einmal dahin. Dahin. Kinder City. Landen. Gott sei Dank geht das dann ein bisschen schneller. Im Hitching Post gibt's mit das beste Bier in den besiedelten Systemen. Okay. Könnte man nochmal vorbeischauen. Was du nicht sagst. So, rein in den Turm. Und das war's mit dem Sprint. Nein, eh, danke schön. Wetten, dass der dann auch wieder irgendwas extra braucht, damit er das entschlüsseln kann. Wo ist denn das da oben? Noch eins rauf? Ja, noch eins rauf. Hey, Deputy! Moin! Willkommen im Turm. Ja, noch eins. Und hier. Moinsen! Schön, dich zu sehen. Hey, habe mich schon gefragt, wann du kommst. Ich bin Alex. In Nias Bericht hieß es, dass du nach Neon fliegst. Da wollte ich schon immer mal hin. Wie hat's dir gefallen? Ja. Denke ich mir. Es klingt so aufregend und stimulierend. Im Vergleich dazu wirkt Aquila City wahrscheinlich wie das langweiligste Kaff in den besiedelten Systemen. Aber leider muss ich mich mit den Berichten von dir und anderen Rangern begnügen. Was hat mein Urlaub da? Wie lief's? Was Nützliches gefunden? Ja. Esther. Oh, komm zu Daddy, du süße kleine Slate, du. Ich sehe jede Menge Kaffee und Nachtschichten vor mir. Wenn du noch mehr solche Dinger findest, bring sie mir. Es hilft mir, wenn ich mehrere Instanzen der Verschlüsselung vergleichen kann.
Such mich einfach hier oben. Ich habe kein Leben, bin also immer leicht zu finden. Okay, ja. Es dauert so lange, wie es dauert. Sowas kann man nicht beschleunigen. Aber eins kann ich dir versprechen. Es geht deutlich schneller, wenn ich keine dummen Fragen beantworten muss. Wow. Also dann, du viel Spaß. Du weißt aber, dass ich im Rang über dir stehe, oder? Bitte und Danke sind im Umgang mit Vorgesetzten sehr hilfreich, Neuling. Okay. So, dann sprechen wir noch schnell mit Daniel. Wo ist die Tür? So. Komm doch. Auf ein Wort. Willkommen zurück. Hast du rausgefunden, wer das Haupttech-Schiff gestohlen hat? Mhm. Grace Early? Ja, den Namen kenne ich. Klingt, als würdest du Fortschritte machen. Naja, Beförderung eigentlich noch nicht. Ja. Guter Anfang, aber mehr auch nicht. Nur ein Anfang bisher. Was hast du von der Schiffsdiebin erfahren? Mein Checkpoint, ich habe den Namen von zwei hohen Fist-Mitgliedern, Meyer und Marco. Die Fist haben einen Finanztyp namens Marco und jemand namens Mike Cruz. Jetzt machen wir Fortschritte. Dann hast du ja ein paar neue Hinweise, denen du nachgehen kannst. Ich weiß vielleicht, wer Marco ist. Ich habe mit Maya gedient. Sie ist ein Technikgenie und eine Top-Hackerin. Ich kann dir ein paar Hintergrundinfos geben, wenn du willst. Oder wir planen direkt den nächsten Schritt. Ja, bei der First Cavalry gab es einen Mech-Piloten namens Marco Graziani. Er kam aus einer reichen Familie. Und weil die First Cav als Top-Einheit galt, hat er sich dahin versetzen lassen. Durch Schmiergeld, hieß es. Marco konnte einfach alles beschaffen. Es gab das Gerücht, dass die Familie durch Schmuggelgeschäfte reich geworden ist. Glaube ich sofort. Er wollte nach dem Militär stinkreicher Geschäftsmann werden. War für den Plan vermutlich nicht so gut, dass er ins Gefängnis geworfen wurde. Okay. Und Maya? Sie war wohl ein Wunderkind, was vermutlich ihre arrogante Art erklärt. Aber sie war Major Hull absolut treu ergeben. Sie würde ihn nie verraten. Rechne nicht damit, dass sie kooperiert, falls du sie findest. Okay. Ja. Zum Beispiel? Wohin würde man denn für eine langfristige medizinische Behandlung gehen? Ja. Vermutlich in die Klinik. Ja, wow. Die liegt im Freestyle-Kollektivraum und bietet die beste medizinische Versorgung, die man mit Credits kaufen kann. Anhaltspunkt. Und sie garantieren Privatsphäre. Das ist also der perfekte Laden für jemanden, der nicht auffallen will. Ranger Ben Armistead ist dort postiert. Ich schicke ihm ein Update zur aktuellen Lage. Donge, und da glaube ich, kommt nichts Interessantes. Nachdem er aus dem Gefängnis entlassen wurde, haben wir Marcos Namen immer wieder gehört. Er leitet angeblich einen Schmugglerring. Nach deinen Infos würde ich mal davon ausgehen, dass er sein schmutziges Geld an die First weitergibt. Ranger Autumn McMillan recherchiert gerade in Red Mile zu dem Schmugglerring. Ihr solltet euch zusammentun. Denk aber daran, dass das außerhalb des Freestyle-Collective-Raums liegt. Du hast da keine Befugnisse. Okay, dann haben wir erstmal zwei Hinweise. Deine Priorität ist es, mehr Infos über die First zu sammeln. Was planen sie? Für wen arbeiten sie? Wo ist ihr Hauptquartier? Denk daran, deine Ziele waren im Gefängnis, weil sie ihrer Einheit treu ergeben waren. In ihren Augen hat das Freestyle-Collective sie verraten. Du darfst also keine sehr freundliche Begrüßung erwarten. Sei vorsichtig. Gute Jagd, Deputy. Gut, haben wir erstmal wieder Geld gekriegt. Und wir haben mal zwei Hinweise. Einerseits, also wir haben zwei Ranger, mit denen wir jetzt dann reden dürfen. Und er wird vermutlich erst dann Infos haben, wenn wir mit den beiden geredet haben. So wird es vermutlich aussehen.
Schauen wir mal kurz rein ins Log. Reise zur Klinik, begib dich nach Red Mile. Ich glaube, das mit der Klinik werden wir zuerst machen. Okay, ich würde sagen, ich reiß doch mal schnell hin und dann sehen wir uns gleich wieder. Also, bis gleich. So, da wären wir da bei der Klinik. Und jetzt kommen wir wieder zu meiner Meisterdisziplin. Das Andocken. Schon mal ein bisschen boosten. Vielleicht noch mal ein bisschen bremsen. So. Andocken. Bitte, danke. Geil! Ich bin nicht dagegen geflogen. Bin stolz auf mich. So, dann bitte einmal einsteigen. Mal schauen, ob wir da Infos kriegen. Ma'am, ich bin nur der Kurier. Ich weiß. Ich gebe nicht dir persönlich die Schuld. Wie kann ich dir helfen? Dr. Salvato, wie lange arbeiten wir schon zusammen? Seit etwa einem Jahr. Warum ist der Market da? Ist er da so? Ach, Ranger Office. Deswegen. Moin, Ranger. Ja? Hast du Schwierigkeiten? Du hast nicht sehr viel hey, zu tun, Moment hä? Moment mal. Du bist der neue Deputy, oder? Der Marshall schickt regelmäßig Berichte zum Stand deiner Ermittlungen. Und zwar mit Erfolg, was man so hört. Ben Armistead. Freut mich. Tja, das ist wohl die Quintessenz. Du bist das neueste Mitglied der Ranger. Ich das älteste. Was, echt? Also ist eine First-Söldnerin hier in der Klinik. Ist eine Vermutung. Ja. Alle Ranger wissen, dass man seinem Instinkt trauen muss. Hier gibt's die beste Behandlung in den ganzen besiedelten Systemen. Viel besser als alles, was diese UC-Schweine haben. Witzig, oder? Wo sie die Station noch gebaut haben. Ich weiß, wer dir da helfen kann. Hier entlang, Deputy. Oh, alles klar. Wohin? Wohin? Ich weiß nicht recht, warum jemand das Bedürfnis hatte, hier einen Ranger zu stationieren. Na, ist für uns jetzt ein Vorteil. Ich bin ein besserer Bodyguard für Dr. Darwish. Sie hat hier das Sagen. Und sitzt auch im Rat der Gouverneure. Das Personal ist nicht gerade begeistert von meiner Anwesenheit. Ich mag das Pack auch nicht. Ein Haufen aufgeblasener Eierköpfe, wenn du mich fragst. Bis auf Ari. Der ist der Einzige, mit dem ich mich hier unterhalten kann. Warum hat sie ein automatisches MG? Hey, Ari, du Schuft. Schuft, das total sick. Neue Schicht. Hey, Chief. Ich würde sagen, fleißig ist noch untertrieben. Was führt dich her? Der Deputy hier könnte Hilfe brauchen. Ist auf der Suche nach einer Patientin. Mal sehen, was ich tun kann. Dann lasse ich dich mal in Mr. Millers fähigen Händen. Wenn noch was ist, ich bin im Büro. Ah, klar. Was da? If you feel sick, please report to the med staff immediately. Ich versuche dir zu helfen, aber unsere Computersysteme spielen verrückt. Ja. Die Patienten haben keinen freien Zugriff auf unsere Systeme. Ich sehe da keinen Zusammenhang. Aber wir behalten das im Hinterkopf. Also, hinter wem bist du her? In einem ehemaligen Soldaten namens Maya Crew, sie hat im Kolonie-Getopf gekämpft, hinter einer gnadenlosen Sultans. Ja. Eine ehemalige Soldatin, ja? Man sagt ja, dass der Krieg einen für immer verändert. Traurig, dass Soldaten nach Hause kommen und sich nicht mehr einfinden. Der Name sagt mir nichts, aber vielleicht können wir die Sache anders angehen. Weißt du, weswegen sie hier ist? Ja, ein wenig. Es war ein Notfall, der eine längere Behandlung benötigte. Ich weiß nur, dass... Ja. Das wird uns schon weiterhelfen. Mein Terminal hat Zugriff auf die Patientenakten. Falls die Datenbank funktioniert. Komm mit! So viel zum Datenschutz, ne? Dass man uns da einfach so die Infos gibt. Oder zumindest versucht, uns zu geben. Hey, Vorsicht! Mach doch gar nichts! Doch nicht.
Das ist ja doch so ein MG. Ich wäre ja leicht nervös, der wenn die Dinge der Gott... Ist zwar schön ruhig, okay. Aber auch gruselig. Warte einen Moment. Wieso? Aha. Maya Cruz. Ja, da tut sich tatsächlich Maya was. Cruz. Komm schon, Maya. Bitte sei da drin. Okay, endlich. Mal sehen. Naja. Oh, keine Treffer für eine Maya Cruz. Ne? Wenn Maya hier ist, nutzt sie wohl einen Decknamen. Ja, das war zu erwarten. Was eigentlich logisch ist, wenn die Ranger hinter ihr her sind. Ja. Ja, lass mich kurz nachdenken. Okay, Moment. Ich weiß, dass wir gerade ein paar Patientinnen haben. Candace zum Beispiel. Wie hieß sie doch gleich? Doolin. Candace Doolin. Und diese Nakamori. Jane, glaube ich. Ich weiß spontan nicht, warum sie hier sind, aber das ist schon mal ein Anfang. Also zwei Namen. Probieren wir es mal. Du darfst gerne das Terminal in der Ranger-Station verwenden. Ich gebe dir Admin-Zugang. Einfach so? Oh. Okay. Alles klar. So, probieren wir mal. Administratorzugang. Aktive Vorgänge. Disruptor MK4. Unbekannt. Schreib sofort. Nativ, nativ, nativ. Disruptor MK4. Schaut, das Betrieb Sicherheitsrisiko hoch. Es wird empfohlen, den Vorgang unverzüglich zu deaktivieren. Ort Mainframe Bewerbungen. Installiert von Bewerber der Kantine P. Patientin VIP-Bereich. Okay. Catalina P. Ressourcenüberwachung. Prozessorauslass. Ja, alles okay. Wartungsprotokoll. Letzte waren 6 Tage geführt. Wartungsprotokoll von A. Miller. System hat jetzt keine Probleme. Okay. Gut. Hätten wir das. Jetzt haben wir zwei Marker hier. Gehen wir mal. Hier wird's nie langweilig. Noch einer. Gehen wir mal zu dem hier. Nee, hier nicht. Hm. Okay. Was genau soll ich hier drin machen? Safe. Inhalte stehlen. Einsteiger. Nee, das machen wir nicht. Rechner kann ich auch nicht nutzen. Ist hier irgendwas Interessantes? Hm. Sehe jetzt nicht, was ich hier eigentlich tun könnte. Der Marker geht aber hier rein. Ich verstehe es nicht. Moment. Schauen wir mal ganz kurz nach. Bedingung zum VIP-Flügel. Ja. Das war's. Hm. Wie soll ich mir hier die Dietrich? Das wäre stehen, schreibt die Papierablage. Da ist doch nichts Interessantes. Digi Dietrich. Oder ist es wegen ein Dietrich, dass ich hier rein soll? Hm. Ja, gut. Was ist das jetzt für ein Marker hier? Ah. Wenn du Hilfe brauchst, rede mit Ari Miller am Empfang. Ja, die Stimme kenne ich doch. Wie kann ich helfen? Selbst wenn das wahr ist, was ich bezweifle, ist der Zugang zu diesem Flügel beschränkt. Wer genau bist du? Deputy Barura steht zu Diensten. Ich brauche deine Hilfe. Selbst wenn du Solomon Coe höchstpersönlich wärst,
wäre die Antwort nein. Wow. Regeln sind Regeln, keine Ausnahmen. Bin ich so gut? Ich habe viel zu tun. Fasse dich kurz. Wenn du mir hilfst, Doktor, kann ich dir vielleicht später einmal helfen. Ich würde die Menschen im Priesterkollektiv zu beschützen. Das klingt ernst. Vielleicht hast du recht. Die Menschen, die ich jage, sind Mörder, Doktor. Wir finden drei. Schon eine Lösung. Ich nehme an, wenn niemand sonst davon erfährt, kann es nicht schaden. Genug davon. Ich sehe schon, dass du dich nicht umstimmen lässt. Ich kann eine Ausnahme machen, nur dieses eine Mal. Damit kommst du rein. Bitte führe deine Ermittlung zügig und diskret durch. Ich hoffe doch, ich werde das nicht bereuen. Eher nicht. Okay. Dann gehen wir mal rein hier. Also für Web ist hier aber wenig aufgeräumt, ne? Gut. Wir sind hier nicht allein. Ach du. Oh, scheiße. Trauerpack, AMP. Ich glaube, Sachen sollte ich vielleicht nicht stehen hier jetzt, hä? Okay, umsehen. Wir tun hier nichts stehlen. Notfallkit. VIP-Doc. Such nach Hinweisen. Wow, wow, wow. Alter. Okay, schauen wir mal. Medizinisches Terminal. Was haben wir hier Schönes? Fehlüberbrückungsmodus. Programm deaktivieren. Okay, Patiententerminal. Terminalzugangsprotokoll. Ziel wäre der Gast. Bla 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 bla. Manche von Flugvorbereitung. Okay. Werbung mit Fox ist keine Besserung der Symptome, aber große nicht optimistisch. Patient ist seit der Hals einer Kurierslide ungewöhnlich nervös. Möglicherweise schlechte Neuigkeiten von zu Hause. Okay. Jo, gut. Lief sehr gut. Moment, hat's da noch was? Ah, warte mal, wichtig, sofort lesen. Schlüsselungssequenz abgeschlossen. Maya, die Ranger sind uns auf der Spur. Sie werden dich finden, wenn sie das tun, wird dich eine falsche Identität nicht schützen. Es wäre besser, du versteckst dich an einem sicheren Ort. Dein Unterschlupf in der alten Asteroidenmine bei Sakharov wäre perfekt. Es wäre vielleicht auch kein Fehler, eines der Notfallschiffe der Klinik zu stehlen, für den Fall, dass du schnell verschwinden musst. Ich weiß, du hast nicht viel Zeit. Die Operation ist fast vorbei. Du hast für uns wichtige Arbeit geleistet. Falls ich nicht mehr die Chance bekomme, dich persönlich zu danken, möchte ich an dieser Stelle sagen, dass ich dir für deine Tapferkeit und deine Loyalität der einer gegenüber ewig dankbar sein werde. Es war meine Ehre, mit dir zusammenzuarbeiten. Maya Hull. Gut, also ist nicht mehr da. Pip-Doc. Unzugänglich. Ja. Lieber Doc. Da im VIP-Bereich gibt es ein kleines Problem. Aber ich bin nicht schuld. Ich schwöre. Hallo. Einfach mal eine Woche lang nichts Merkwürdiges. Ist das zu viel verlangt? Ja, gut. Ciao. Hier gibt es immer hier ist nichts passiert. Zu tun. Ah, Cockpit R. Schnell weg hier. Abducken. Okay, gucken wir mal. Begib dich nach Saka irgendwas. Wo ist denn das? Nicht hier.
Da unten. Und einmal hinspringen. Okay, wir waren da. Wenn wir da jetzt auf dem Planeten landen, das ist eine Option. Oh. Okay. Ach da. Bereits an dieser Position. Ach, ist das so eine Station oder wie? Gehen wir mal auf Antrieb noch eins. Ja, das ist so eine Station hier hinten. Andocken, R. So, ich würde sagen, Sie wissen, dass wir da sind. Alter, du machst mich nervös, wenn du da stehst. Hallo. Ja, moin. Öffnen. Ich habe eh schon so viel Raumschmidt. Ich muss mein Zeugs mal verkaufen. Das habe ich immer noch nicht gemacht. Okay. Andere Dockside. Sind jetzt hier auch wieder all wetten, dass da jemand auftaucht. Oder auch nicht. Ich habe dein Schiff andocken hören. Ich weiß, wer du bist und dass du mich verhaften willst. Ich muss dich warnen. Ich hatte lange Zeit, mich hierauf vorzubereiten. Entweder gehst du also wieder oder ich begrabe bald deine Überreste. Freundlich. Ein Sicherheitssystem können wir aber nicht irgendwie rumspielen, oder? Was ist denn hier drin? Ach, Meister. Cool. Ja, nee. Das war irgendwie klar. Was ist das? Keine Ahnung. Oh, Explosivsachen. Musst du die Werkbank? Nö. Was haben wir hier oben? Einmal aufmachen. Ah, so wie die Art Kantine hier. Keine Kisten oder so? Mensch, hier muss mal jemand sauber machen. Schaut ja furchtbar aus hier. Okay. Trauma-Pack. Nö. So, wir laden gerade schon mal die eine Kugel noch. Oh. Alla. Muss man mehr auf sowas achten. Oh, was zum... Was ist das? Und vor allem, wo ist es? Wo schießt du hin? Sag mal, bin ich jetzt... vom Erdboden verschluckt. Macht mich jetzt gerade ein bisschen nervös. Ja, ansonsten... Wir sind völlig allein. Nein, sind wir nicht. Wenn wir jetzt was zu schneiden hätten, ne?
Ja, wie kommen wir jetzt da jetzt eigentlich weiter? Cut Pins. Ach, warte mal. Das geht. Okay, habe ja ganz vergessen, dass wir da ja was haben. Oh. Okay, der Revolver ist geil. Der zwirbelt. Katastrophale Schäden. Aus der Munition? Ja, geil. Die irgendwas wert sind? Nee. Oh. Okay. Warum hat man das aufgelassen? Da hat es dann also richtig viele von diesen Kristallen. Betäubungsmine, Giftgasmine, Splittermine. Okay. Möchte ich da mit dem Ding fahren? I guess. Also. Wieso habe ich gerade so horisch? Nice. Fuck. Hallo. Dankeschön. Was ist das? Robotersteuerung. Oh ja. Geil. Feindfunderkennung aktualisieren. Bitte die Bedienungsanleitung aufmerksam lesen. Aktuell FFW Standard. Aktuellen Nutzer schützen. Okay. Ober, deren Grafiken entfernt wurden, sehen sämtliche Identitäten in der Umgebung als Bedrohung. Nicht feindliche Personen sollten bei dem Start. Nee. Abbrechen. Einheiten aktivieren. Okay. Aktuellen Nutzer schützen. Passt. Moin. Passt. Bitte warten Sie. Erzeuge geeignete Begrüßung. Hallo. Wow. Oh, noch mehr von diesen Viechern. Komm, machen fertig. Spare ich Munition. Boah, ihr seid beide so schlecht. Wo schießt du überhaupt hin? Ja, komm, die machen das schon. Secure Access. Gut, komme ich nicht rein. Ja, gut. Moment mal. Braucht das Ding Strom? Wo geht das Kabel hin? Ha, du bist ein leichtes Ziel. Ja. Oh. Alter. Alter. Gut, hätten wir das. Noch mehr? Nice. Keine Goodies. Und auch jemand daheim. Sicherheitstürcomputer. Einsteiger. Ach nee. Das geht so nicht. Das geht aber so. Dann nochmal so drei mit weiter auseinander. Nehme ich halt mal den da.
Cool. Tür öffnen. Danke. Wie hätte ich das jetzt gemacht, wenn ich da kein Digi-Dietrich gehabt hätte? Wäre vermutlich irgendwo einer rumgelegen, oder? Liebstoff. Und hier? Ja, ja. Digi-Dietrich. Mitnehmen. Okay. Gehen wir da unten mal rein. Oh, er läuft sogar vor. Was macht das? Ach, das macht das. Okay. Komm rein. Okay. Oh, ich sehe gerade, wir sind schon wieder an der Zeit. Liebe Leute, ich würde sagen, wir lassen es erstmal noch nicht. Wir lassen es jetzt hier mal. Weil die Viecher schauen so komisch aus. Mit der Episode. Und machen mit. Ich muss mal kurz schauen, was da passiert. Oh! Er hat meinen Roboter kaputt gemacht. Okay. Ja, also da gehen wir runter in der nächsten Episode und dann schauen wir mal, ob wir sie finden. Bis dahin. Ich wünsche euch was. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gebt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.